Herzlich willkommen zu einer Folge über 7D2D. Wir werden mal hier gleich mal aufwärmen und aufrüsten. Müssen wir erstmal uns hier ein bisschen hier unsere kleinen Fallen abbauen. Denn das tut mir auch weh. Strom ist abgestellt. Falls ich doch mal lang kaufen muss. Bin äußerst unklug. So. Hier werden wir ein bisschen aufwerten. Und reparieren. Da geht nicht. Da ist schon soweit. Aha. Ich sag noch eins, halt doch mal die Schnauze, ne? Na, noch so Köder. Das klingt ja bestialisch, ne? Na, die stören mich bei der Arbeit. Da oben will ich ran. Ja, müssen nur einen wegnehmen, das war nichts. Muss hier sowieso ein bisschen was umbauen, Anführungszeichen, weil ich will da hoch. Dazu muss ich mal ein bisschen mehr einstellen für provisorisch. So. Zum einen. Oh. Ecke ist gut. Ein paar können wir hier anbauen. Ich möchte mich genau. Das Gute ist bei den Dingern, die kann man ja von mir abbauen, ne? Zur Not, ne? Na gut, wollen wir wissen. Ich habe noch nie so schnell Beton gemacht. So ist schön. Reparatur. Perfekt. Dann machen wir gleich noch mal einen hier rauf, eine Reihe. Dann werten wir gleich auf. Na, nicht am Reisen. Denn was soll's, ne? Jetzt können wir im Prinzip sagen, jetzt kommen sie hier so gut nicht mehr hoch. Ja, und selbst wenn. Sollen ja da vorne entsprechen, ne? So, das wäre der erste Teil. Dann können wir das wegnehmen. Die paar Dinger hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir einen Elektrozaun hier anmachen. Aber. Den Beton nicht. Gut, nur schauen, da müssen wir einen ansetzen.
So weit können wir nicht hoch. Das ist nämlich genau hier, glaube ich. Nämlich da oben das zu weit gemacht und dann bin ich runtergefallen. Ich höre euch gerade, ne? Keine zu sehen. Zu hören auch nicht. Will ja auch nicht runterfallen. Müsste viel auf der Kreien. Schöne ist, die kann man wieder abnehmen. Dadurch kann man ruhig was verkehrt machen. Man kann sie wieder wegreißen, ne? Ohne Probleme, ohne zu zerstören. Jetzt aber nicht mehr. So. So war nicht gedacht. So. Soll man da und da die Ecke hinzaubern. Ich meine, im reellen Leben würde das so nicht funktionieren, ne? Aber wir sind ja auch nicht im reellen Leben, ne? So. Gut, so geht's auch. Oder? Das ist blöd, ne? Der eine ist so weit. Oder einer kann dran hängen bleiben, ne? Aber nicht schießen. Gut. Ja, da kommen die an. Gut. Haben wir einen weggenommen. So, Beton. Gerade guckt, ob die auch noch mal läuft. Doch zu klein. Gut. Reparieren wir gleich. Gleich auswerten auf Stahlbeton. Das kann man oben machen, ne? Da kann man auch oben machen. So, hier irgendwie raufkommen. So, ungefähr in der Mitte.
Au, au. Nee, die Eisenfalle, so. Und gleich mal hier anfangen. Ein paar Meter kann man machen. Ich glaube, so 7 Stück, glaube ich, waren es gewesen. Riskieren wir nichts, ne? Wir sind nur 3 arbeiten müssen. Ja, ist kein Strom drauf. Ja, bin mir sicher. Obwohl der Strom ja nicht viel bringt. Mehr ist, ne? Wahnsinn. So, die Ecke noch. Und jetzt wollte ich hier noch einen ziehen. Und zwar von der Ecke weg. Doppelt. Dann einen runterziehen. Wir gehen nochmal einen weiter, da ist genau der Eisenfall. Ich glaube, der ist daneben, er macht aber nichts. Dann werden wir das hier wegnehmen. Haben wir geschlafen. So, mal ein Fundament machen, ne, wie es gehört, ne? Das ist ja der Keller. Ah, da müsst du gehen. Gehen wir in der Breite. Können wir gleich mal reparieren. Da werden wir gleich mal so. Ist alles dafür da, wenn die mal von sich bei mir im Graben verirren, dass ich da entsprechend im Graben bekämpfen kann, ne? Denn zurzeit kann ich die nicht sehen. Ich höre die zwar schreien. Auch stöhnen, aber abballern kann ich nicht. Das nervt. Das Eisenfalle. Beton ist sehr stabil. So, da kommen wir da nicht hoch. Das heißt, wir müssen ein bisschen tricksen. So. Wegnehmen vor allen Dingen. So, können wir gleich Beton machen.
Einzige ist blöd, da unten den Pfeiler kriegen wir noch nicht hin. Die Ecke hier. Muss man ein bisschen was wegnehmen und den Pfeiler betonieren. Aber wenn wir uns dann sehen, doch hier ein paar Dinge. Hier ist auch gleich ein Pfeiler, ne? Ja. Da nochmal nehmen. Jo. Ich bin mir nicht so sportlich, ne? Das heißt, muss man hier. Nur einbauen. So, und mal springen. Das ist nämlich ganz wichtig, was zu machen. Naja. Ich glaube, morgen ist morgen Blutmond. Ha? Obwohl, da habe ich schon mal gut vorgebaut, gesorgt. Dürfte kein Problem sein. Munition haben wir auch. Ein paar Patronenhülsen. Hier bin ich. Die mir Kisten mitliefern hier. So. So. Nee, nicht zerstören. So. So, Betonberg ist fertig hier, der Ecke. Jetzt nur noch hier bauen. Und gleich reparieren, ne? So. Weit weg. Siehste. Wäre der äußere Rand immer fertig. So, dann kann man da leicht zurückgehen und die kann man dann wieder aufnehmen. So und apropos, Strom ist ja aus, ne? Die wollten wir eh reparieren.
Das könnt ihr keiner wegnehmen, weil da laufen die mich garantiert immer, obwohl kann bleiben. Dass die im Prinzip gezwungen sind, naja, kein mit, ne? Glaub nicht. So. Gut aus. Ich glaube. Den muss ich auch noch anklemmen irgendwie. Ah, da muss ich von Schalter ausgehen, da geht so nicht. Das sind zwei. Zwei. Im Leben war einmal nicht vorgesehen, aber gut, mal sehen. Müsste ich mal schauen. Müsste ich noch eine Tür einbauen, ne? Kaputt gemacht die Wunde. Ja, gut. Er lebt noch. Nicht mehr, aber ich komme nicht raus. Jetzt schon. Wie gesagt, hier wird ein Nest sein. Das muss ich mir abgewöhnen mit dadurch zu laufen. Na, komm. So. Genau. So, das muss offen bleiben. Geht Tür nicht auf. Ich würde schon wieder dran gewesen sein. Ich bin beschädigt. So, das soll es auch für heutige Folge gewesen sein. Leider nur bauen, aber jetzt haben wir 13:17. Da werden wir wahrscheinlich mal losdüsen nächste Folge. Spätestens morgen zum Glückmond. Aber am Tag über noch Zeit. So, danke fürs Reinschauen und tschüss.